Liebe Freunde, mir reicht's. 7 Jahre Rot-Grün sind genug. Heute von diesem Parteitag senden wir die Botschaft ins ganze Land. Weg mit den roten Laternen, Schluss mit Rot-Grün. Wir wollen Nordrhein-Westfalen auf die Spitzenplätze in Deutschland führen. Wir haben den Anspruch, Nummer 1 ist der Platz unseres Landes und nicht die rote Laterne, die wir gerade gesehen haben. Und die persönliche Motivation, die ich in der Politik hatte, seit ich begonnen habe, war die Idee, zuhören, entscheiden, handeln. Jetzt ist das amüsant, was man seit ein paar Tagen im Internet mit einem Fake-Account, der 0 Follower hatte, den die SPD jetzt nutzt, um da Stimmung zu machen. Und ich habe gerätselt, woher kommt das eigentlich? Die SPD macht ja ihren Wahlkampf nur mit Agenturen. Und die erfinden die Sprüche. Ich weiß nicht, ob Sie das eine schon gesehen haben. Eine Frau am Laptop, einen Mops, also einen Hund auf dem Schoß. Und da steht dann drunter Malocher. Die haben sich so weit entfernt von den Malochern im Ruhrgebiet, dass sie solche Spielereien mit den Sorgen und Nöten der Menschen machen. So, das ist aber Agenturdenken. Das soll besonders hip sein. Und ich sage Ihnen, wie eigentlich dieser Spruch entstanden ist. Wir saßen 1993, als ich als junger Kandidat zum ersten Mal für den Bundestag kandidieren wollte, zusammen, Journalisten, ein paar Wirtschaftsleute, ein paar Studienkollegen, und haben gedacht, was kann denn ein Spruch sein, der das damals auf den Punkt bringt. Und wir kommen alle ein bisschen aus der katholischen Sozialethik, katholischen Soziallehre. Und im Zweiten Vatikanischen Konzil hatte man gesagt, sehen, urteilen, handeln. Das ist der Maßstab. Und wir haben gesagt, das passt nicht politisch, das ist ein theologisches Motto. Und dann haben wir gesagt, zuhören, entscheiden, handeln. Und jetzt hat Gerhard Schröder das auch gehabt. Wussten wir natürlich jetzt vor diesem Wahlkampf, war ja jedem bewusst. Aber ich verstehe jetzt gar nicht die Aufregung. Ich glaube, der Kern der Aufregung ist, die wollen nicht mehr an Gerhard Schröder erinnert werden. Die wollen nicht mehr an Wolfgang Clement erinnert werden, an die Leute, die Reformen gemacht haben. Und ich sage Ihnen, ich habe kein Problem mit Gerhard Schröder. Der hat manches falsch gemacht, aber der hat wichtige Reformen in Deutschland vorangebracht. Und der hat übrigens mit dieser Landtagswahl damals in Niedersachsen die absolute Mehrheit geschafft. Eine gute Messlatte für den Auftakt in einen Wahlkampf der CDU. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, der eigentliche Kern, das Wort zuhören trifft Frau Kraft und diese Landesregierung, weil sie nämlich nicht mehr zuhören, weil sie die Probleme, die die Menschen ihnen vortragen, seit längerer Zeit nicht mehr wahrnehmen. Und ich nenne Ihnen dazu in dieser Rede ein paar Beispiele, wo wir zurückkommen müssen. Frau Kraft hat gesprochen, kein Kind zurücklassen. Plumper kann man einen Spruch eines anderen Wahlkämpfers nicht klauen. Der Spruch stammt nämlich von George W. Bush, amerikanischer Präsident, und er hat einen Act beschlossen, der hieß No Child Left Behind. Das hat Frau Kraft richtig übersetzt, kein Kind zurücklassen. Dieser Präsident, der nicht unbedingt mein Freund ist, der viele Fehler gemacht hat, hat aber einen Fehler nicht gemacht. Er hat nicht nur den Spruch gebracht, sondern er hat das mit Geld unterlegt. 13,5 Milliarden Dollar für mehr Grundschulen, 1 Milliarde für mehr Leseprogramme, 4 Milliarden für behinderte Kinder und eine Steigerung von 60% innerhalb von 3 Jahren für die Bildungsausgaben. Das Projekt Kein Kind zurücklassen ist hinterlegt mit Modellprojekten in der Größenordnung von 1,9 Millionen Euro. Gar nichts. Frau Kraft hat nicht geliefert. Nach 7 Jahren ist die Kinderarmut größer hier. An ihrem eigenen Spruch ist sie gescheitert in diesem Land in den letzten 7 Jahren. Und deshalb kann man das nur ändern, wenn man den Menschen zuhört. In den Kindergärten, in den Schulen, in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern,
in den Vereinen und Verbänden den Bürgermeistern vor Ort, die ihre Probleme schildern. Und ich nenne Ihnen ein Beispiel, wo man merkt, wenn ein Bürger einem was erzählt, ist das genau das, an dem man Politik messen kann. Ich habe als Minister damals, Bundeskanzlerin hat das erwähnt, die Zeit, als wir eine neue Integrationspolitik hier begonnen haben, eine neue Familienpolitik begonnen haben, Familienzentren ins Leben gerufen haben, von denen sich heute, über die sich heute die neue Landesregierung brüstet, die aber unsere Idee war, nämlich Familienzentren vor Ort zu haben, wo Familien gestärkt werden. Das ist eines der wenigen Dinge, die Sie nicht abgewickelt haben nach der Wahl. Das haben wir entwickelt und die Idee war, dem Menschen, der hier auf Dauer lebt, dem müssen wir Aufstiegsperspektiven geben. Ich habe viel nachgedacht damals über eine Aufsteigerrepublik, die wir brauchen. Diese Mentalität hatten wir in den 50er Jahren. Nach dem Krieg waren alle davon motiviert zu sagen, den Kindern soll es besser gehen als den eigenen Eltern. Und der Staat hat die Rahmenbedingungen geschaffen, dass wir am Ende Wohlstand für alle, das große Motto von Ludwig Erhard, umsetzen konnten. Und das ist heute ziemlich zum Erstarren gekommen. Und ich habe 2007 einen türkeistämmigen, wie man früher sagte, Gastarbeiter getroffen, Turgay Tahbatas, ein Müllmann. Und er stellte sich mir vor, als ich Minister war, 2007, und sagte, ich bin Müllmann, und ich bin stolz darauf. Ich mache das, was ich mache, gerne. Aber mir ist es wichtig, dass meine Kinder mal mehr schaffen. Und deshalb will ich, dass die Musikunterricht haben, dass die aufs Gymnasium gehen. Alle drei seiner Kinder sind aufs Gymnasium gegangen. Die sollen mehr Möglichkeiten haben, als ich sie habe. Und deshalb mache ich gern den Müll anderer Leute weg. Nicht auf sozialen Leistungen ausruhen, sich selbst anstrengen und für die Bildung seiner Kinder kämpfen. Das war seine Motivation. Und ich habe mich die letzten Tage noch mal erkundigt, weil der schickte mir jedes Jahr, das war besonders schön, immer die Zeugnisse der Kinder. Also er hat mir dann jedes Jahr geschickt, guck mal, Sie haben wieder ein tolles Zeugnis, keine 4 auf dem Zeugnis, hätten meine Eltern sich gefreut, wenn ich mit so Zeugnissen mal gekommen wäre. Und er war stolz auf den Bildungserfolg seiner Kinder. Und ich habe ihn vor ein paar Tagen gefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt nenne ich Ihnen mal die drei Kinder. Die eine Tochter hat ein duales Studium gemacht. Duales Studium, das heißt Ausbildung und nebenher studiert. Befindet sich jetzt im Masterstudium und hat einen Job bei RWE Innogy. Der zweite macht seinen Master in Aachen, wird im Oktober fertig an der RWTH und war ein Jahr in China. Und seine jüngste Tochter hat nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, studiert jetzt Latein und Geschichte auf Lehramt und engagiert sich für benachteiligte Kinder an einer nahegelegenen Grundschule. Er selbst ist in einem er selbst hat ein Bildungsprojekt gegründet, engagiert sich immer noch, hat dafür den Deichmann-Förderpreis bekommen und ist der Prototyp einer Aufsteigergeschichte, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen wieder brauchen. Wir wollen, dass der Aufstieg der Kinder nicht von der Herkunft der Eltern abhängt. Wer sich anstrengt, soll in unserem Land alle Chancen haben. Das ist unsere Botschaft und unser Versprechen. Und der WDR macht jetzt eine neue Fernsehserie, kommt nächste Woche immer in der Aktuellen Stunde. Die Spitzenkandidaten werden irgendwo im Land ausgesetzt. Die wissen vorher nicht, wo. Ich bin in Essen eingestiegen, Thomas Kufen, haben wir uns getroffen. Dann kommt ein WDR-Wagen und der fährt einen dann irgendwo hin. Und da müssen Sie dann mit den Menschen, die Ihnen was vortragen, reden. Ich war in Essen-Karnap, einem schwierigen Stadtteil, und habe mit den Menschen, die sich da vor Ort engagieren, gesprochen. Als ich da reinkam, sagte der eine, ich soll Sie von Herrn Tabartasch grüßen. Also der hatte irgendwie gehört, dass ich da war, war dieser Mensch. Und diese Serie läuft in der nächsten Woche. Und jeder der Spitzenkandidaten hat diese Runde gemacht. Und beobachten Sie mal, ob in dieser Runde nicht irgendeine der Spitzenkandidatinnen fehlt, die eben nicht mehr zuhört, die nicht mehr zu den Menschen geht. Ich will es heute noch nicht verraten,
Aber beobachten Sie mal nächste Woche, wer sich den Bürgern in Nordrhein-Westfalen stellt. Und wenn man das nicht mehr tut, dann kommt man zu völlig falschen Ergebnissen. Ich habe zigmal kritisiert, dass wir 16. von 16 bei den Betreuungsplätzen für unter Dreijährige sind. Das ist in der Bildung für manche Kinder der Start in die Bildungskarriere. Das ist für viele Mütter und Väter die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und als ich letztlich beim DGB mit Frau Kraft auf einem Podium saß, es gibt überhaupt nur drei Duelle, wo wir uns begegnen, zweimal beim WDR, einmal beim DGB, andere werden nicht zugesagt, aber ist in Ordnung, dann hat sie mir allen Ernstes entgegnet. Und alle, die dabei waren, werden das gehört haben. Das ist zwar Platz 16 von 16, aber es gibt auch keinen größeren Bedarf. Dann habe ich gedacht, woran machen Sie das denn fest? Dann hat sie gesagt, es gibt keine Klagewelle, denn es gibt ja einen Rechtsanspruch und wenn die Leute mehr Bedarf hätten, würden sie klagen. Mein Gott, das hat mit Anspruch nichts mehr zu tun. Die Vorstellung, dass ein Mann wie Herr Tachbatas oder andere ihren Rechtsanspruch nur durch Klage vor einem Verwaltungsgericht durchsetzen können, ist das Ende von früher mal der vorhandenen sozialdemokratischen Denken. Früher hat man sich für die Leute stark gemacht und die nicht an die Gerichte verwiesen, um ihre Rechte durchzusetzen, die sie nach dem Gesetz haben. Jetzt versprechen Sie, beitragsfreie Kindergärten für 30 Stunden vom ersten Lebensjahr an bis zur Schule. Die Kosten sind nicht ganz klar. Bei dieser DGB-Diskussion habe ich gesagt, wenn ich das überschlage, wenn man weiß, was das für ein Jahr kostet, sind das ca. 800 bis 900 Millionen Euro. Und dann hat Frau Kraft entgegnet, wahrscheinlich noch etwas mehr. 1 Milliarde Euro nur für Beitragsfreiheit, was ich mir vorstellen kann, wenn der Bund da mal hilft oder wer auch immer wir langfristig auch anstreben. Aber jetzt ist 1 Milliarde falsch eingesetzt. Wenn der Zustand bei uns so ist, dass das Deutsche Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt im Oberbergischen Kreis 2 Dutzend Kindertagesstätten schließt, wenn uns in dieser Woche das Bistum Essen mitteilt, dass wegen Unterfinanzierung 100 von 269 Kitas geschlossen werden, die dann von den Kommunen übernommen werden müssen, wenn das der Zustand ist, ist es unverantwortlich, 1 Milliarde Euro einfach so zu versprechen, ohne die Qualität in den Kitas jetzt zu sichern. Und das liegt in der Tat daran, dass Sie nicht mehr zuhören und nicht mehr mit den Leuten reden. Wir haben damals das Kinderbildungsgesetz gemacht. Riesenproteste, Riesentheater. Ich bin heute stolz. Die haben fast alles abgewickelt, was die CDU-FDP-Regierung von Jürgen Rüttgers beschlossen hat. Alle Reformen, Hochschulfreiheitsgesetz, alles haben sie abgewickelt. Aber mein Kinderbildungsgesetz ist immer noch da, weil es eben so gut war. Nur sie haben eines nicht gemacht. In dem Gesetz steht drin, 2011 müssen die Kosten von 2008 evaluiert werden. Das hat bis heute nicht stattgefunden. Dann haben Sie gesagt, Sie legen Eckpunkte vor. Sie haben bis heute keinen einzigen Eckpunkt vorgelegt, weil Sie mit Kommunen, mit Trägern und mit Kirchen nicht mehr reden und nicht zu Ergebnissen kommen. Und diese Abgehobenheit im Glaspalast muss ein Ende haben am 14. Mai. Und dann geht die Kette weiter. Letzte Woche, Neue Rheinzeitung, wieder ungeplant, Bürgertreffen auf einem Schiff. 90 Bürger des Niederrheins und des Ruhrgebiets auf einem Schiff. Und da spricht mich ein Familienvater an, der sich in der Elternpflegschaft einer Duisburger Grundschule engagiert.
Er schildert dramatische Zustände. Die Zahl der Kinder steigt kontinuierlich an. Es fehlen Räumlichkeiten, Lehrerinnen und Lehrer. Viele der neuen Kinder sprechen kein Wort Deutsch. Und die Grenze des Zumutbaren, auch des Unterrichtsausfalls, ist an dieser Schule erreicht. Der hat einen offenen Brief geschrieben an die Landesregierung, bisher keine Antwort. Inzwischen höre ich, dass nicht nur diese eine Grundschule, sondern 78 Grundschulen in Duisburg, und das sind im Zweifel nicht alles nur CDU-Leute in Duisburg, 78 Grundschulen händeringend an die Regierung schreiben, Schulen am Limit, wir können nicht mehr. Aber Frau Kraft und Frau Löhrmann antworten nicht mal mehr auf diese Nöte der Grundschulen vor Ort. Und das muss ein Ende haben, diese Arroganz der Macht, die sie da hat. Dann erreichte viele Kollegen von uns eine E-Mail von Anjo Horstmann. Der geht in die 6. Klasse der Max-Born-Realschule in Dortmund-Asseln. Dieser Junge hat gesagt, es ärgert mich, dass hier immer der Unterricht ausfällt. Mit der 6. Klasse ging es richtig los. In Mathe wechselten sich nach den Schilderungen von Anjo und seinem Freund Justin wochenlanger Ausfall mit ständig neuen Lehrerinnen und Lehrern ab. Gleiches gilt für Deutsch. Am 7. Februar hat sich jetzt der Junge hingesetzt, hat 347 seiner Mitschüler unterschreiben lassen, einen Brief an Frau Löhrmann, in dem er diese Lage schildert. Das Journalistenkollektiv Korrektiv im Ruhrgebiet macht jetzt mit den Eltern in Dortmund einen Check, wo Unterrichtsausfall stattfindet. Und es reagiert niemand. Frau Löhrmann hat für ein paar Jahre die Statistik ausgesetzt, weil sie glaubte, damit könne man das Problem bekämpfen. Wie weit muss es kommen? Ich wäre als Schüler nicht auf die Idee gekommen. Wie weit muss es kommen, dass Schüler sagen, wir wollen Unterricht haben? Das sind unsere Bildungschancen, die Frau Kraft verspielt mit dieser Arroganz der Macht, dass sie sich mehr zuhört. Engagierte Journalisten machen jetzt den Job der Schulministerin. Es gibt eine Software, wie man heute ganz leicht messen kann, wo der Unterricht ausfällt. Ein Klick am Morgen. Wir können alles heute mit dem iPhone messen. Frau Löhrmann sagt, das kann man nicht beim Unterrichtsausfall machen. Ich verspreche, in der ersten Kabinettssitzung nach der Regierungsübernahme werden wir eine solche Software einführen, damit wir endlich wissen, wie die Realität im Lande ist, damit der Unterrichtsausfall bekämpft wird und Aufstiegschancen für Kinder wieder entstehen können. Und das zweite große Thema in den Schulen, wo auch Bildungschancen verspielt werden, ist die Inklusion. Wir waren für Inklusion. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft. Aber die kann man nur machen, wenn man das Personal und das Geld mitliefert und nicht, wenn man planlos, konzeptionslos Förderschulen schließt. Ich war mit dem Peter Biesenbach in der Gesamtschule Marienheide im Bergischen. Und die haben mir gesagt, wie läuft das hier ab? Wir haben 2 Stunden Unterricht mitgemacht. Muss man einfach mal mitmachen. Dann haben die Lehrer gesagt, wir sind heute hier zu zweit, weil Sie kommen. Manchmal stehen wir auch hier alleine. 3 Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf. Dazu 2 Flüchtlingskinder, die in Nordrhein-Westfalen einfach in den Unterricht geschickt werden, ohne in der Vorschaltklasse erst Deutsch zu lernen. Machen die Bayern übrigens anders. Erst Deutsch lernen und dann in die Schule, bei uns einfach ins System hinein. Und diese Lehrer sagen mir, manchmal sind wir mit 1 oder 2 Schülern intensiv beschäftigt und die anderen 20 sitzen daneben. Und die Förderschulen sind geschlossen worden, sodass die Eltern keine Wahlfreiheit mehr haben und nur auf Quote geguckt wird, wie viele Kinder man denn im Schulsystem hat. Mein Maßstab des Erfolgs von Inklusion ist aber, ob es den Kindern danach besser geht, ob sie besser befördert werden als vorher. Und das ist nicht der Fall. Und deshalb
werden wir, das wird eine lange Kabinettssitzung, in der ersten Kabinettssitzung ein Moratorium für Förderschulen beschließen. Keine Schule wird mehr geschlossen, ehe die Qualität im Schulsystem da ist. Keine. Jetzt, die haben gerade Armin gerufen, ohne dass ich Ihnen das gesagt habe. Aber die SPD hat sich ja angewöhnt, jetzt immer einen Mann aus unserer charmanten Nachbarstadt Würselen zu zitieren. Und der redet viel über Kinderarmut. Ja, wir sind auch gegen Kinderarmut. Wir sind auch für soziale Gerechtigkeit. Unser erster Ministerpräsident Karl Arnold hat gesagt, Nordrhein-Westfalen ist das soziale Gewissen der Bundesrepublik Deutschland. Das ist Kern unserer Politik in Nordrhein-Westfalen immer gewesen. Aber das reicht doch nicht, Martin, Martin zu rufen, wenn die Kinderarmut ausgerechnet in dem Land, aus dem der Kandidat aus Würselen kommt, 20% bei der Arbeitslosigkeit höher liegt als im Rest Deutschlands. Das reicht doch nicht als Konzept. Kinderarmut ist ungerecht. Sie ist bei uns explodiert, seit Frau Kraft gesagt hat, kein Kind zurücklassen. Komische Logik, Spruch gemacht, Kinderarmut explodiert. Und dann sagt uns die Hans-Böckler-Stiftung, gewerkschaftsnah, das liegt daran, dass wir zu wenig Arbeitsplätze haben, denn Arbeit ist die Lösung, um soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und jetzt werden wir die Frage gleich mal erörtern, was tut man denn für neue Arbeitsplätze? Wir haben mal als CDU gesagt, sozial ist, was Arbeit schafft. Da hat der DGB gesagt, ja, so pauschal kann man das nicht sagen, es gibt auch prekäre Arbeit. Das ist wahr. Aber die nicht prekäre Arbeit, die gute Arbeit ist vor allem die der Industriearbeitsplätze, die wir im Ruhrgebiet hatten. In der Kohle, im Stahl, in der Chemieindustrie, bei Aluminium und bei vielem anderen. Und wenn das so ist, dann müssen wir auch wieder sagen, ja, sozial ist, was Arbeit schafft. Sozial ist nicht, Hartz-IV-Sätze zu erhöhen. Sozial ist, jemand rauszuholen aus Hartz-IV, damit er sich wieder selbst auf die Füße stellen kann. Und dann haben wir doch die Betriebsräte im Ruhrgebiet, jetzt bei der Stahlindustrie beispielsweise, die sagen, wir wollen den Stahl auf Dauer hier halten. Das ist ganz schwer im Moment wegen Dumpingbedingungen in China. Die Amerikaner waren da sehr schnell auch zu verfügen, dass es da Strafzölle gibt. Die Europäische Kommission ist ein bisschen langsamer. Da müsste auch mal Nordrhein-Westfalen als Landesregierung, vielleicht verbündet mit Frau Hendricks, nach Brüssel marschieren. Aber die machen das glatte Gegenteil. Die Grünen reisen nach Brüssel und sagen, bitte noch mehr CO2-Vorschriften für Stahl. Du kannst aber Stahl nicht CO2 produzieren, weil durch die Verbindung von Kohle und Eisenerz immer CO2 frei wird. Das ist ein chemischer Prozess, den kann man nicht per Gesetz ändern. Und wenn man so weitermacht, immer neue Auflagen macht, wird der Stahl demnächst nur noch in China produziert, zu schlechteren Bedingungen, zum Schaden für das Weltklima. Und deshalb ist meine Botschaft, ein Stahlwerk in Duisburg ist ein Beitrag zum Weltklima, weil wir hier die besten Bedingungen haben, um Stahl herzustellen. Das hören Sie aber von Rot-Grün nicht mehr. In dieser Woche, man kann fast eine Rede machen, nur aus den Ereignissen dieser Woche, sagt der Chef von Lanxess in Köln, den ich vor ein paar Wochen getroffen habe, Herr Zachert, wir haben jetzt eine Klage einreichen müssen gegen die Bezirksregierung Köln, weil Herr Remmel 2015 verfügt hat, einen Erlass, dass ein Unternehmen alle Pläne und Details zu Bauprojekten, die dem Emissionsschutz unterliegen, vorab im Internet veröffentlichen muss.
Die sagen uns, wenn wir das veröffentlichen, jede chemische Anlage, jede Verbrennungsanlage, gibt es zwei Gruppen, die sich darüber freuen. Die eine Gruppe ist der Wettbewerber im In- und Ausland, insbesondere in China, der genau sieht, wie das hier in Leverkusen abläuft. Und der zweite sind internationale Terroristen, die sagen, das ist ja ein interessantes Ziel, jetzt wissen wir mal, was die da machen. Ein normaler Bürger, der hat mir dann die Unterlagen gezeigt, versteht aber diese Pläne gar nicht. Es ist eine Scheintransparenz, die man da herstellt, aber man vertreibt die chemische Industrie auf Dauer aus diesem Land, wenn man einen solchen Unsinn macht, wie Herr Remmel und Frau Kraft das machen. Das ist reine Ideologie, eine Scheinwirklichkeit zu erzeugen und nicht den Chemiearbeitern, den Betriebsräten der IG Bergbau und Chemie, der IG BCE oder wer auch immer sich da engagiert, überhaupt noch zuzuhören. Und deshalb trifft sie dieses Wort vom Zuhören umso mehr. Wir haben dann mit der Fraktion gesprochen, mit dem VCI, dem Verband der gesamten chemischen Industrie. Und die können Ihnen auf den Tag genau sagen, wie lange Genehmigungsverfahren laufen. Bei BASF, bei Höchst, bei anderen Chemiewerken in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen dauert es am längsten. Und wir haben gesagt, wir brauchen so etwas wie eine, früher gab es das, Bestpreisgarantie. Das sagte der Einzelhändler, wenn du hier was kaufst und findest das woanders billiger, kriegst du von mir den Rest des Geldes zurück. Das brauchen wir als Landesregierung für Genehmigungsverfahren. Wenn irgendwo in Deutschland zum gleichen Thema ein Genehmigungsverfahren schneller geht, dann versprechen wir werden es in Nordrhein-Westfalen so einführen wie im schnellsten deutschen Bundesland. Das ist unser Anspruch, damit wir attraktiv werden. Ist doch klar, was das für eine Wirkung hat. Dieser Chef von Lanxess hat in dieser Woche ein Interview gegeben in der Neuen Zürcher Zeitung. Und dann fragen die ihn genau nach diesen Dingen. Und dann berichtet der, was der hier für Probleme hat. Dass sie alleine 16 Arbeitstage im Jahr verlieren durch das Chaos rund um das Leverkusener Kreuz und die Leverkusener Brücke. Wenn einer vom Werk in Köln-Leverkusen, es geht so über die Stadtgrenze, von Bayer aus ein Produkt nach Dormagen bringen will, gleiches Werk, damit sind sie noch nicht auf dem Weltmarkt, fahren die heute am Kölner Kreuz vorbei, am Leverkusener Kreuz vorbei, rauf bis nach Düsseldorf, in Düsseldorf über die Fleer Brücke und auf der anderen Seite nach Dormagen, weil anders diese 20 Kilometer nicht zu überwinden sind. So, jetzt hatte ich gehofft, dass die Ministerpräsidentin es mindestens versteht, weil auch ihr eigenes Auto über 3,5 Tonnen ist und nicht über die Leverkusener Brücke fahren kann. Ich dachte, jetzt hat sie es verstanden. Jetzt nicht so zögerlich lachen. Ich habe die Absicht, ab Mai dieses Auto zu fahren. Also, da werde ich dann auch große Umwege brauchen. Aber der Jürgen kennt das Auto auch noch. Wir wollen, dass das in Nordrhein-Westfalen geändert wird. Dass man ein Gespür dafür hat und sagt, das ist das absolute Priorität. Emscher-Lippe-Region, 16% Arbeitslosigkeit. Josef Hofenjürgen hat sich da reingeschmissen. 16% Arbeitslosigkeit vor ein paar Jahren, die SPD-Bürgermeister vor Ort sagen, bitte genehmigt das New Park-Projekt, das kann neue Industrie ansiedeln. Es hat Jahre gedauert, Herr Remmel hat den letzten BUND-Aktivisten noch ermutigt, Vorkaufsrechte in Anspruch zu nehmen, nur um das Projekt zu verhindern. Reine Verhinderung. Nicht mal mehr den SPD-Bürgermeistern hören Sie zu und nach langem, langem Druck ist es dann gelungen, es irgendwie hinzukriegen mit tausenden Auflagen. Und ich finde, ein Ministerpräsident dieses Landes muss sagen, das ist eine schwierige Region, die haben vor Ort gute Ideen. Ich will das Projekt durchsetzen und lieber Umweltminister, einige dich mit dem Wirtschaftsminister, wie es rechtlich geht, aber nicht suchen, wie man es rechtlich verhindern kann. Das ist der Unterschied, den wir wieder hinkriegen müssen. Das Gleiche könnten jetzt viele Mittelständler erzählen, das Gleiche könnten die Bäcker, die Metzger erzählen, mit einer Hygieneampel, mit einem riesigen Bürokratieaufwand, mit dem sie jetzt überzogen werden. Bei unseren 5 Regionalkonferenzen, die wir jetzt hatten, hat mir ein Unternehmer aus dem Münsterland, der Schwertransporte organisiert, geschildert, wie kompliziert das inzwischen ist, wie viele Brücken nicht mehr befahrbar sind.
dass er dann für jeden Einzelnen eine Genehmigung anfordern muss. Dann muss jedes Mal der Brückenzustand geprüft werden. Und wenn jetzt aufgrund der Staus oder irgendwie sich das um einen Tag verschiebt und über die Frist ist, er völlig neue Gutachten wieder in Auftrag geben muss. Im Siegerland ist das erste Unternehmen, die haben gesagt, wir gehen hier weg, wir gehen in die Niederlande. Von da erreichen wir den Duisburger Hafen leichter als aus dem Siegerland. Das ist kein Zustand. Da müssen wir halt alle Konzentration jetzt auf diese Orte setzen, wo unsere Weltmarktführer liegen. Und die Bundeskanzlerin hat das eben beim Breitband beschrieben. Das gleiche Problem. Der Bund schüttet 2,2 Milliarden Euro aus an die Kommunen für Breitband. In Nordrhein-Westfalen sind davon 10% gelandet. 232 Millionen Euro für Breitband. Das liegt daran, dass es in Mecklenburg-Vorpommern noch katastrophaler ist. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern aber zu Herrn Dobrindt und zu den Bundesministern gegangen ist und das so ausformuliert war, dass es dahin passt. Und dann waren sie vorbereitet und als das Programm war, haben sie das meiste Geld abgerufen. Jetzt hat sie eben erzählt, wusste ich noch gar nicht, Bayern ist jetzt darum bemüht. Man kann sich Seehofer dann vorstellen, wenn er solche Zahlen liest. Der haut dann auf den Tisch in Berlin und sagt, ich lasse mir das nicht bieten und die Bayern holen jetzt auf. Aber man hätte ja auch bei unseren ländlichen Regionen, wo unsere Weltmarktführer sitzen, auch mal ganz am Anfang in Berlin sein können. Eine Ministerpräsidentin, die sagt, ich will mit Berlin nichts zu tun haben, vertritt nicht die Interessen unseres Landes. Du musst in Berlin kämpfen für Nordrhein-Westfalen. Das haben alle Ministerpräsidenten gemacht, war nicht immer einfach, muss man sich auch manchmal querlegen. Johannes Rau, Wolfgang Clement, Peer Steinbrück, Jürgen Rüttgers, die haben sich auch mal gegen Berlin gestellt, mal nordrhein-westfälische Interessen angemahnt, für das Industrieland gekämpft, die in anderen Ländern nicht so vorhanden ist, auch für einen guten Energiemix gekämpft. Man kann nicht nur auf Regenerative setzen und sagen, wir gehen in wenigen Jahren aus der Braunkohle raus. Irgendwann gehen wir raus, ja. Aber das immer wieder beschleunigen, die Menschen da verunsichern und überhaupt nicht die energiepolitischen Möglichkeiten zu haben, ist keine realistische Politik. Und Frau Hendrick sitzt im Bundeskabinett und beschleunigt das noch. NRW schickt eine Ministerin auf SPD-Seite ins Bundeskabinett und die lässt sich jeden Tag einfallen, wie sie NRW ärgern kann. Bonn-Berlin, Komplettumzug, Braunkohle 20, Kraftwerke 17 stilllegen und, und. Wir brauchen wieder eine starke Interessenvertretung in Berlin, die sich auch mal querstellt gegen Bundespolitik. Ich saß letztlich zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden der deutschen Länder, 16 an der Zahl. Die hat ein Papier vorbereitet zum ländlichen Raum. Und das hatte so den Tenor, der ländliche Raum ist abgehängt, die Infrastruktur geht weg, alle jungen Leute gehen weg, die AfD ist da stark und wir müssen uns um den ländlichen Raum kümmern. Ich habe gesagt, ich verstehe das, das ist sehr geprägt aus den neuen Bundesländern. In Ostsachsen gibt es das Problem, in Vorpommern gibt es auch das Problem, nur bei uns ist es komplett umgekehrt. Der ländliche Raum, das Münsterland, das Sauerland, Ostwestfalen haben Vollbeschäftigung, haben Weltmarktführer. Also wir haben ganz andere Anforderungen an diese Region und deshalb sagen wir, dieser Kampf gegen den ländlichen Raum, angeführt von Herrn Remmel, muss ein Ende haben. Wir müssen die, die stark sind, stark machen. Und weil den Menschen im ländlichen Raum niemand mehr zuhört, haben die gesagt, dann müssen wir uns zusammentun. Dann haben sie, Herr von Elberfeld, ein Bündnis gemacht von 17 Verbänden im ländlichen Raum. Jäger, Landwirte, Naturschützer, viele, viele andere, 600.000 Mitglieder, die jetzt sagen, wir werden überhaupt nur noch gehört, wenn wir das alles zusammen machen. Und die sagen, wir brauchen eine neue Politik, weg von dieser Klientelpolitik. Wir brauchen nicht für Naturschutzverbände immer mehr Rechte, wenn es um landwirtschaftliche Flächen geht. 1:1 Regelung beim Ausgleich
für Flächen soll aufgehoben werden. Es gibt in Deutschland 10% Fläche unter Naturschutz. 10%. Im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen 15%. Das ist in Ordnung, wenn es jetzt so ist, aber doch nicht immer weiter verschärfen, nicht immer der Industrie, dem Gewerbe, der Landwirtschaft mehr Flächen entziehen. Sonst werden wir unsere Stärken nicht erhalten können. Und was macht die SPD-Bundesministerin aus Nordrhein-Westfalen? Sie macht eine Kampagne und beginnt zu reimen. Zu viel Dünger, das ist Fakt, ist fürs Grundwasser beknackt. Oder steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein. Für so eine Kampagne gibt man 1,6 Millionen Euro aus. Ich habe mich mal hingesetzt und mache das für Sie kostenlos. Ich sage für Frau Hendricks, wer im Frühjahr Mist erzählt, wird zur Ernte abgewählt. Alte Bauernweisheit. Und der ländliche Raum hat ein weiteres Problem, das ist der Ärztemangel. Das mag in den Städten kein Problem sein. Das ist übrigens für soziale Gerechtigkeit auch in Städten ein Problem. In diesem Stadtteil Essen-Karnap, wo ich da am Dienstag war, siedeln sich natürlich weniger Kinderärzte an als in einem reicheren Stadtteil. Und deshalb haben die schon ein großes Problem. Wie ist nicht die Sache der Politik, wie kriegen kassenkärztliche Vereinigungen sowas gerecht hin in einer Stadt? Aber im ländlichen Raum ist jede Arztpraxis, die schließt, meistens ohne Nachfolger. Und da muss man was tun, muss man erst zuhören, was ist das Problem, und danach entscheiden und handeln. Und Karl-Josef Laumann hat aus seiner Kompetenz dafür, hat gerade nicht zugehört, aber ich wollte ihn loben, hat aus seiner Kompetenz ein System entwickelt, wie 10% der Medizinstudienplätze für die, die nicht den Numerus Clausus von 1,2 als Abiturnote haben, vergeben wird, wenn jemand aus dem ländlichen Raum bereit ist, dann auch in den ländlichen Raum zu gehen. Das ist ein gutes Konzept. Dazu sagen wir, wir brauchen die medizinische Fakultät in OWL, die wir seit Jahren im Haushalt haben. Beides wird von der Ministerin Schulze abgelehnt. Beides wird abgelehnt. Und ich sage, wir brauchen in der Landespolitik mehr Laumann und weniger Schulze. Das muss unsere Botschaft sein für den 13. Mai. Und nun haben wir ein weiteres großes Thema, was uns in den nächsten 5 Jahren, über die wir jetzt sprechen, bewegen wird. Das ist der Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir erleben, wie die Gesellschaft auseinanderläuft, wie Rechts- und Linkspopulisten die Politik durch Aggressivität verändern. Wir erleben Veränderungen in der Welt. Wir haben alle mitgefiebert mit den niederländischen Wahlen und sind froh, dass proeuropäische Parteien diese Wahlen gewonnen haben. Wir erleben die übrigens Kurs gehalten haben. Unsere CDA, so heißt die niederländische Partei in den Niederlanden, war letztes Mal völlig abgestürzt. Und die Versuchung ist dann groß zu sagen, dann reden wir jetzt auch wie Herr Wilders. Dann werden wir jetzt auch rechtspopulistisch, dann gewinnen wir wieder. Aber die haben gesagt, wir bleiben bei unserem Markenkern, der proeuropäisch ist. Sie haben jetzt ihre Mandate verdreifacht und sind eine der prägenden Parteien in einer neuen Regierung, hoffen wir, in den Niederlanden. Eine Woche vor unserer Wahl gibt es die Wahlen in Frankreich. Wir sind auch als Bürgerliche nicht ganz so optimal aufgestellt in Frankreich, in aller Vorsicht. Und jeder weiß, wenn Frau Le Pen gewinnen würde, wäre das einer der schwersten Schläge, die das europäische Projekt seit langem erlebt hat. Deshalb gehen im Moment junge Leute Woche für Woche auf die Marktplätze. Pulse of Europe. Ich habe in Aachen war ich mit dabei, 900, eine Woche später 2500.
Wir werden für dieses Projekt von Konrad Adenauer kämpfen und es nicht freigeben, den Rechtspopulisten. Aber weil der Zusammenhalt, weil die Aufstiegsidee, die ich eben beschrieben habe, so grundlegend ist für gerade unser Land Nordrhein-Westfalen, ist es wichtig, dass man auch klare Regeln hat. Die Bundeskanzlerin hat heute noch mal über die Flüchtlingskrise gesprochen. Schutz gilt für Schutzbedürftige. Und wer nicht schutzbedürftig ist, muss das Land auch wieder verlassen. Das ist die Klarheit, die wir brauchen und die man dann auch durchsetzen muss, wenn es wehtut. Aber ein zweites kommt hinzu. Die Menschen, die hier lange leben, wie Herr Tachpatas, die Ja sagen zu Deutschland, da habe ich gesagt, wir müssen denen die Einbürgerung erleichtern, damit möglichst viele deutsche Staatsbürger werden, dann allerdings auch den anderen Pass ablegen. So ist heute die Regel. Wir haben keine doppelte Staatsbürgerschaft, sondern wir haben eine klare Regel. Aber der jetzt sagt, ich will das nicht, ich will meine alte Staatsbürgerschaft behalten und ich will auch nicht Deutscher werden. Für den hat sich jetzt die Landesregierung Rot-Grün ausgedacht, okay, du willst zwar nicht deutscher Staatsbürger werden, du darfst aber demnächst kommunal mitwählen. Keine Regierung in Deutschland macht das. Keine schwarz-grüne, grün-schwarze, rot-grüne, nicht mal die PDS oder die Linke in Thüringen. Keiner macht sowas, nur die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen wollte das im Landtag durchsetzen. Wir haben es mit der FDP verhindert, aber es steht wieder im Wahlprogramm drin. Und ich sage, seid ihr denn noch zu retten? In einer Zeit, wo Herr Erdogan hier in Deutschland die Bundeskanzlerin beschimpft, wo Herr Erdogan hier deutsche Staatsbürger bespitzelt, wollt ihr dem das Signal geben, all den türkischen Staatsbürgern, die nicht Deutsche werden wollen, geben wir demnächst auch noch umsonst das Wahlrecht. Sind die noch zu retten, in einer solchen Phase einen solchen Unsinn zu beschließen? Da sagt Frau Kraft jetzt in diesen Tagen, immer ist der Bund schuld. Ist ja das Generalprinzip hier, Bund ist schuld. Manchmal hat man den Eindruck, das ist so eine Telefonzentrale für die Bundespolitik. Frau Kraft geht ans Telefon und sagt, warten Sie, ich verbinde mit Frau Merkel, wenn irgendein Problem auftaucht. Wenn in den Schulen die Lage schlecht ist, ist Frau Merkel schuld. Wenn bei dem Sportplatz ein Grashalm umgeknickt ist, ist Frau Merkel schuld. Frau Kraft schiebt alles zu Frau Merkel. Hier sagt sie, Frau Merkel sollte jetzt mit Herrn Erdogan Klartext reden. Ja, vielleicht kann sie erst mal aufhören, Herrn Erdogan solche Geschenke zu machen, wie seine Staatsbürger hier wählen zu lassen und die AKP demnächst in jedem Stadtrat in Nordrhein-Westfalen sitzen zu haben. Das könnten Sie ja mal lassen. Aber jetzt kommt der ernsteste Bereich, wo Sie nicht mehr zuhören. Und dann hört auch der Spaß auf. Dass man uns als Opposition nicht zuhört, sind wir schon gewohnt. Diese Arroganz der Macht auf die Spitze getrieben hat vor kurzem der Innenminister. Es ging um das Fußballspiel Dortmund gegen Leipzig. Da sind von radikalen Fußballfans Familien angegriffen worden, die dieses Spiel gucken wollten. War nicht genug Polizei vor Ort. Und dann gab es dazu eine Landtagsdebatte. Das Plenum beginnt immer um 10 Uhr. Um 9.55 Uhr verschickte Herr Jäger seine Rede, die er eine halbe Stunde später hielt. Plenum begann dann um 10.04 Uhr. Seine Rede, meistens 5-Minuten-Beiträge, war so gegen 10.30 Uhr. Und in diesem um 9.55 Uhr verschickten Manuskript steht drin, Wortlaut, ich zitiere, Herr, Klammer auf, Redner der CDU, scheinbar ist es und Ihnen und Ihrer Fraktion nicht möglich, wenige Monate vor einer Wahl ein Thema sachlich und differenziert zu betrachten. Das hat diese Debatte leider erneut gezeigt. Mehr kann man nicht belegen, dass man überhaupt nicht mehr zuhört, dass man sein Urteil schon gefällt hat und dass Mitarbeiter eines Ministeriums, die Landesbeamte sind, so etwas aufschreiben, ist ein Missbrauch, der im Wahlkampf eigentlich nicht erlaubt sein sollte. Das ist keine Wahlkampfzentrale der SPD.
aber wir ertragen das. Aber bedrohlich wird es, wenn man denen im Ministerium, die warnen, nicht mehr zuhört. Wenn das Landeskriminalamt sagt, Herr Amri ist gefährlich, der müsste in Haft genommen werden, einen Weg aufzeigt. Wenn die Ausländerbehörde Kleve sagt, in unserer Zuständigkeit ist er ist nicht hier, er muss in Haft genommen werden, er ist gefährlich, und man das dann abtut, wird das zur Lebensbedrohung für jeden, wenn man einen solchen Mann durchs Land reisen lässt. Jetzt hat er in dieser Woche gesagt, ja, wir wollten beim Generalbundesanwalt etwas haben, aber der hat uns die Akte nicht gegeben. Der Generalbundesanwalt war am Freitag im Ausschuss, hat gesagt, bei uns ist nie angefragt worden. Ich gebe jedem die Akten. Der Mann hätte in Haft gehört. Und deshalb ist das ein Versagen von Herrn Jäger, was hier stattgefunden hat. Es ist nicht hinnehmbar, was wir da erlebt haben. Dieser Fall Amri wird uns noch lange beschäftigen, weil das Regierungsmotto war und wir jetzt erlebt haben, dann haben sie einen Jubelgutachter bestellt. Professor an der Universität Gießen, okay, haben wir gedacht, warten wir mal ab. Renommiert war der bisher nicht, aber Gutachter, von Frau Kraft persönlich ausgewählt. Jetzt kommt heraus, der hat eine Berufung an die Universität Bielefeld und ist im Moment in Verhandlungen mit dem Land über seine Ausstattung seines Instituts und seiner Besoldung. Wirklich ein unabhängiger Mann. Ich meine, du musst unter den vielen Strafrechtsexperten in Deutschland überhaupt mal einen solchen finden, der gerade in einer Abhängigkeit zu einem potenziellen neuen Arbeitgeber ist. Und jetzt sagen die Grünen, das haben wir nicht gewusst, wir fordern ein neues Gutachten. Gibt es eigentlich eine größere Misstrauenserklärung gegenüber einer Ministerpräsidentin? Und die SPD hat am Freitag im Untersuchungsausschuss gesagt, es ist nicht nötig, wir werden Frau Kraft nicht mehr vor der Wahl vor den Ausschuss laden. Ich prophezeie Ihnen, wir können Sie nicht zum Zuhören zwingen, aber wir können Sie zwingen vor einen Untersuchungsausschuss. Es ist nicht hinnehmbar und wir werden es durchsetzen, dass Frau Kraft vor dem Ausschuss Rede und Antwort steht, was sie sich dabei gedacht hat, so mit der inneren Sicherheit umzugehen, wie wir das in Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Bei der Kölner Silvesternacht das Gleiche. Ina Scharrenbach, die für uns da vorzügliche Arbeit geleistet hat in den letzten Monaten. Die übrigens neue Vorsitzende der Frauenunion Nordrhein-Westfalen ist. Also das wird eine muntere Zeit. Ja doch, das muss ich Ihnen nur erzählen. Das ist das Phänomen. Wenn es ernst wird, wenn man hart durchgreifen muss, sind das in Nordrhein-Westfalen meistens Frauen. Nicht Frau Kraft, anderswo, Frauen. Die erste Innenministerin, also ist jetzt kein Schattenkabinett, keine Angst. Also die erste Innenministerin in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, war Annegret Kramp-Karrenbauer. In Duisburg und in Dortmund, den schwierigsten Städten, kriegt die CDU immer das Ordnungsdezernat. Wo Geld verteilt wird, machen andere. Wo man harte Arbeit leisten muss, ist das die CDU. Das sind in beiden Orten Frauen. Frau Jägers und Frau Lesmeister. Exzellente Frauen. Und an dem Beispiel Duisburg will ich Ihnen mal erzählen, wie ich mir eine innere Sicherheitspolitik in Nordrhein-Westfalen vorstelle. Da gibt es seit 2011 die Freizügigkeit in der Europäischen Union. Da sitzt ein Krimineller in Duisburg und sagt, da habe ich ein besonderes Geschäftsmodell. Ich werbe in Bulgarien und Rumänien Menschen an, die hole ich nach Duisburg. Die kriegen eigentlich keine soziale Leistung, weil soziale Leistung kriegt man immer nur dann, wenn man vorher gearbeitet hat oder in Beschäftigung war. Also gebe ich denen Scheinarbeitsverträge, damit locke ich die an, ziehe deren EC-Karten ein und habe dann massenhaft eine Einnahme und die Leute leben irgendwie unter den schlimmsten, prekärsten Verhältnissen. Das findet nicht, wie ich vorher dachte, ich habe mir das vor Ort angeschaut, in irgendeinem Hochhaus am Rande der Stadt statt, sondern, wer Duisburg kennt, ist die Weseler Straße, da sind die vielen Brautgeschäfte, türkischer Mittelstand, der sagt, Herr Laschet, das ist eine Katastrophe, was hier in den Nebenstraßen passiert. Setzen Sie sich dafür mal ein, dass die No-Go-Areas beendet werden, sagen die Türken, die da seriös ihre Arbeit machen. Dann gehen Sie in die Nebenstraßen und da sehen Sie dann die Häuser. Dreigeschossige Häuser gebaut, 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, nicht Hochhäuser. Und da werden jetzt hunderte Menschen untergebracht.
Die schmeißen den Müll raus, das sind katastrophale hygienische Zustände und das ganze Viertel verfällt. Und ich habe Leopoldine Thiel da getroffen, eine Frau, die stand so im Kittel an der Tür und sagte auch, schön, dass Sie kommen. Habe nachher eine kleine Brieffreundschaft mit ihr begonnen, hat sie mich zum Kaffee eingeladen. Und die hat dann genau ihr Viertel, die hat im Leben wahrscheinlich noch nie CDU gewählt, in Duisburg-Marxloh. Die hat dann beschrieben, da drüben ist eine Eigentumswohnung, die ist jetzt verkauft worden für 8.000 Euro. Hat den Bergleute sich als Altersversorgung angelegt, 8.000 Euro verkauft. Da drüben ist ein solches Haus, da ist ein solches Haus, ich traue mich hier abends nicht mehr raus. So ist die Lage. Da wundern die sich dann, wenn im Ruhrgebiet die AfD stark ist, wenn man solche Zustände erzeugt. Und jetzt sagt diese Ordnungsdezernentin, 80 Schrottimmobilien sind inzwischen so überall in der Stadt verteilt und die sagt, ich greife jetzt durch. Und ich prüfe mal, ich habe die eben sogar gesehen, die Frau Lesmeister, die ist auch hier, ich prüfe jetzt mal den Brandschutz. Und dann stellt sich natürlich heraus, der Brandschutz ist nicht gewährleistet und inzwischen hat sie 10, 12 Schrottimmobilien stillgelegt. Damit ist das Geschäftsmodell kaputt und man hätte sich gewünscht, man hätte das am Anfang gemacht. Es ist wie bei der Kölner Silvesternacht. Am Anfang durchgreifen verhindert, dass das eskaliert. Ist wie bei No-Go-Areas. Das sagt uns die Gewerkschaft der Polizei. Der hört die SPD ja auch nicht mehr zu. Die Polizeigewerkschaft sagt, es gibt No-Go-Areas. Eine Polizistin aus Gelsenkirchen hat ein Buch geschrieben, wie sie als Frau behandelt wird, wenn sie in den Einsatz geht. Und deshalb sage ich, da muss man im Ordnungsrecht in der Stadt und als Innenminister null Toleranz durchsetzen gegenüber Kriminellen. Das muss die Botschaft auf allen Ebenen sein. Dann ändern sich auch diese Zustände. Ich will, liebe Freunde, in 5 Jahren auf einem Landesparteitag, vielleicht auch wieder in Münster oder anderswo in Westfalen, im Rheinland bin ich ja öfter, ich finde es in Westfalen immer schön und die westfälischen Kollegen wissen, dass ich das auch sehr oft erzähle und zitiere, weil Nordrhein-Westfalen ohne die Westfalen wahrscheinlich beim Wachstum weit unter dem Bundesdurchschnitt, unter dem Nullwert legen würden. Die haben übrigens einen Strukturwandel geschafft, ohne große Subventionen. Die Textilindustrie im Münsterland oder andere. Aus eigener Kraft mit vielen Familienunternehmen das geschafft, was wir für ganz Nordrhein-Westfalen hinkriegen müssen. Also in 5 Jahren will ich hier vor Sie treten, im Jahre 2022, 2. April, müsste dann Sonntag sein, ein Samstag sein. 2. April 2022 will ich als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen vor den Parteitag treten. Und dann werde ich Ihnen berichten, wir haben uns 5 Jahre angestrengt und wir merken, die Bildungschancen für Kinder sind gestiegen. Wir liegen mal wieder, wie in der Zeit von Jürgen Rüttgers, über dem Bundesschnitt beim Wirtschaftswachstum. Wir haben es geschafft, dass die Arbeitslosigkeit stärker zurückgeht. Wir haben geplant bei Straßen, so wie das Jürgen Rüttgers und sein Verkehrsminister Oliver Wittke damals gemacht hat. Der war immer ein bisschen schneller und hat gut geplant. Du warst schneller, Oliver. Ich muss oft manchmal, wenn ich Herrn Jäger sehe, daran denken, für was sind Minister in der Regierungszeit schon zurückgetreten und wieso sitzt dieser eigentlich noch im Amt? Also das war... Also, ich will in 5 Jahren sagen, wir haben wieder alles Bundesgeld abgerufen und wir haben sogar mehr Pläne in der Schublade. Und es ist mir gelungen, bei dem Bundesverkehrsminister darauf zu drängen, dass Nordrhein-Westfalen schneller das Geld und die Pläne kriegt. Und ich will anknüpfen an die Aufstiegsgeschichte meines eigenen Vaters. Der war Bergmann im Aachener Revier und hat dann dank eines CDU-Kultusministers einen Aufstieg durch Bildung schaffen können. Der hatte 3 kleine Kinder und die Bergbau in der Aachener Region ging dem Ende entgegen, das war schneller als im Ruhrgebiet. Und dann hat ihm einer gesagt, es gibt einen Kultusminister Miekert, Paul Miekert. Der hat sowas wie Miekätzchen erfunden. Berufserfahrene Menschen in den Lehrerberuf gehen lassen mit einem verkürzten Studium. Dann hat er nachts gearbeitet im Bergbau, Anna 1 in Alsdorf. Tagsüber studiert und war am Ende Grundschulleiter einer Grundschule
und alle seine später 4 Kinder, einer kam danach, konnten studieren. Das ist eine Aufstiegsgeschichte, wie Deutschland sie millionenfach gehabt hat. Und ich will Ihnen 2022 berichten. Wir sind wieder das Land des Aufstiegs in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist der Traum wieder möglich, dass es den Kindern besser geht als den eigenen Eltern, dass man eine Perspektive hat, dass wir die Nummer 1 in Deutschland werden. Das ist unser Ziel. Dafür werden wir kämpfen. Die nächsten 42 Tage, Tag für Tag, bis auf die letzte Minute. Und dann werden wir gewinnen, diese Landtagswahl. Jetzt ist gut mit Klatschen. Wir brauchen jede Minute für den Wahlkampf. Also Kräfte konzentrieren, Wahlkämpfe nach Hause fahren, weitererzählen. Dann werden wir es am 14. Mai packen. Danke und alles Gute. Applaus